Ihr Lieben, wie ihr wisst, meine zweite Heimat sozusagen ist Spanien. Und in Spanien gibt es einen schönen Satz, einen Spruch, der da heißt: Wenn dein Haus in Flammen steht, dann wärme dich daran. Das heißt ganz einfach: Flipp nicht aus, dreh nicht durch, sondern nimm das, was da ist, geh mit dem, was ist. Und ja, nimm die guten Seiten, so gut es geht, mit und kümmere dich um den Rest natürlich. Und genau darum soll es heute gehen, denn unser heutiges Thema ist tatsächlich das Thema Gelassenheit. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo wir das hier gerade aufnahmen, schwappt so die Welle des Coronavirus gerade so über uns alle drüber. Ich selber natürlich, meine ganze Branche und auch Sabine, die heute zu Gast ist, wir sind natürlich auch sehr, sehr intensiv davon betroffen. Deswegen wird es umso spannender, dass wir heute auf das Thema mal hinschauen, wie können wir gelassen mit vielleicht auch dieser Situation, aber auch generell mit der Situation umgehen, weil ich glaube, in Zeiten wie diesen braucht man vor allem, also wenn es im Außen sehr, sehr wild wird, braucht man vor allem eins, und das ist diese innere Stärke. Und ich glaube, es gibt so für jeden inneren emotionalen Zustand immer so eine laute, aber auch eine leise Form, wie sich der bemerkbar macht, so eine introvertierte Art. Und ich glaube, Gelassenheit ist so eine vielleicht introvertierte, ruhige Form von innerer Stärke und Selbstbewusstsein. Und darüber werde nicht ich euch heute was erzählen, sondern mein Interviewgast. Heute ist sie endlich zu Gast. Wir haben schon lange versucht, aber sie ist viel gefragt, noch viel mehr gefragt als ich, und das schon auch viel, viel länger als ich. Ich war selber schon ihr Coachie und bin wirklich begeistert, dass sie heute Zeit hat, Sabine Askedom. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann dringend googeln oder in die Shownotes unten reinschauen oder in die Videobeschreibung, je nachdem, ob ihr das gerade hier auf YouTube seht oder im Podcast hört. Sabine ist eine Bombe, denn sie ist nicht nur eine gefragte Rednerin, tatsächlich auch in der Wirtschaft, und zwar seit vielen, vielen, vielen Jahren eine der gefragtesten Vortragsrednerinnen, Trainerinnen im gesamten deutschsprachigen Raum, aber auch international. Hat über 40 Jahre Berufserfahrung übrigens, nicht nur als Rednerin, sondern auch als Journalistin, vor allem in erster Linie mal, so glaube ich, ging alles los. Dann natürlich auch Trainerin, als Coach natürlich auch und Vortragsrednerin auf großen wie auch auf kleinen Bühnen. Auch das kann nicht jeder, denn manche können gut in kleinen Gruppen arbeiten, aber dann vor großem Publikum nicht unbedingt, und manche können genau das Gegenteil. Sabine kann tatsächlich alles. Und das ist was Besonderes tatsächlich. Und dahinter steckt natürlich auch ein ganz feiner Mensch. Ich glaube, du hast im Jahr, jetzt habe ich mir sogar irgendwo aufgeschrieben, ja genau, im Jahr 2010 hast du das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen für dein gesellschaftliches Engagement. Also ihr merkt, da ist nicht nur eine gewollte Kompetenz heute da, sondern da ist auch ein großes Herz, ein ganz, ganz toller Mensch da. Und wenn ihr von so jemand auch lernen wollt, also hört euch erstmal das Interview jetzt an, dass ihr euch auch komplett überzeugen könnt. Aber dann auch jetzt schon mal der Tipp: Sabine macht seit dem Jahr 2012, genau, in ihrer eigenen Coaching-Akademie, der Sabine Askedom, nee, Askedom Coach Akademie heißt die Akademie ganz genau, eigene Coaching-Ausbildungen. Und ich kenne schon einige Leute, die diese Ausbildung haben, die auch auf meinen Seminaren waren, und ich habe bisher 100% positive, und nicht nur positive, sondern wirklich begeisterte Rückmeldungen. Also das kann ich von absolutem Herzen euch empfehlen. Also jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Sabine, schön, dass du da bist. Hallo Steffen, grüß dich. Gelassenheit ist das Thema der Stunde, ist vor allem auch dein Thema. Du hast einen Vortrag, du hast ja viele Vortragsthemen. Aber ein Vortrag heißt Gelassenheit oder die 12 Schlüssel zur Gelassenheit, ist das richtig? Ja. Okay. Wie gehst du denn aktuell gerade mit der Thematik um? Weil ich meine, es ist ja, wir haben es gerade im Vorgespräch kurz erwähnt, es ist ja wirklich ein Thema, das einen schon fuchsig machen kann, ne? Ich meine, es brechen wahnsinnig viele Umsätze weg, die ganze Branche ist in Aufruhr, alle Branchen sind in Aufruhr oder viele. Was ist denn so dein erster Impuls momentan? Wie geht man mit sowas gerade um, wenn es draußen wild wird? Bei mir ist es so in Wellenbewegungen gerade. Am Anfang habe ich so, wenn ich Facebook gesehen habe, wer alles sich über was alles aufgeregt hat, dann habe ich immer so ein bisschen mit Abstand mir das angeguckt und dachte, was haben die denn alle? Was für eine Hysterie, was für ein Hype. Mein Gott, das ist wie die Grippe. Und dann regen sich vor allem die Leute auf, die irgendwie 60 Zigaretten am Tag rauchen, dachte ich mir, hallo, hast du keine Angst, da zu sterben? Warum durch etwas, was uns einfach fremd ist? Nur jetzt ist es ein bisschen näher gekommen, und jetzt bin ich so gestern, vorgestern ein bisschen aus meiner Gelassenheit rausgefallen, weil bei mir eben auch ganz viele Absagen sind. Das wird verschoben. Aber wenn du 7, 8 Mitarbeiter hast, heißt das, dass du einfach ein paar Monate kein Einkommen hast.
Und da hat es mich schon ein bisschen gebeutelt. Dann haben wir uns gestern Nachmittag zusammengesetzt mit beiden Kindern, mit denen ich die Firma führe, und haben ein kleines Krisengespräch geführt. Und das war richtig gut. Und ich glaube, das ist eine der Grundvoraussetzungen, dass wir nicht alleine sind. Weil alleine, das kennt ihr vielleicht auch, dann denkt man und steigert sich selber in Wahnsinnsvorstellungen hinein. Und so haben wir zu dritt zusammengesessen und überlegt, sind die Folgen? Was können wir tun? Von IHK-Beratung bis reden wir mal mit unserer Bank. Und dann kamen wir aufs Tun und das war klasse, nämlich, hey, wir haben jetzt da wahrscheinlich ein paar Wochen wirklich Zeit und jetzt können wir endlich das alles machen, was wir uns lange vorgenommen hatten. Nämlich zum Beispiel digitale Projekte, Internetprojekte. Ich wollte immer schon mal einen Kurs machen zum Thema Schreib doch. Weil ich habe 35 Bücher geschrieben, bin Journalistin und dachte, du wolltest es immer tun, jetzt ist der Zeitpunkt. Und ich habe mich sofort hingesetzt heute früh, habe einen Plan gemacht, 10 Kapitel in 10 Kapiteln, wie können Menschen ihre Schreiblust umsetzen. Und so denke ich mir, in jedem Schlechten ist was Gutes und dabei sind wir direkt bei der Gelassenheit. Ja, absolut. Sag doch mal, du sprichst von 12 Schlüsseln. 12 Schlüssel sind wahrscheinlich in der Kürze der Zeit hier jetzt ein bisschen viel, schätze ich mal. Die kriegen wir nicht alle durch. Aber magst du uns mal reinschauen lassen, vielleicht so in 3 oder ich weiß nicht, wie wir das von der Zeit hinkriegen. Zumindest mal vielleicht in 3 Schlüssel, wo du kann sagst, mal, vielleicht ich momentan. Kann dir mal Bitte? Nenne sie dir und suchst dir 3 aus. Ah, okay, ja, super. Mhm. Ich gucke, ob ich alle 12 zusammenkriege. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, steht alle 12 drin, natürlich. Der erste Schlüssel ist Achtsamkeit. Mhm. Der zweite ist Balance. Der dritte ist Dankbarkeit, mhm. Ehrlichkeit, Einfachheit, Geduld. Übrigens, meine Baustelle, immer noch. Humor, Klugheit ist dabei. Mut natürlich, Vertrauen und 2 habe ich jetzt vergessen. Das sind wahrscheinlich die Hingabe. Ach, ich habe die Hingabe vergessen. Ja, okay. Und den 12. war es jetzt nicht mehr auswendig. Okay. Der läuft wahrscheinlich immer so mit anderen mit. Hast okay. du eine Präferenz? Ja, habe ich tatsächlich. Dann würde ich gerne tatsächlich mit der Achtsamkeit sogar beginnen. Ich glaube, weil damit geht ja tatsächlich alles los. Nicht umsonst steht es wahrscheinlich auch an Nummer 1. Ja, das ist jetzt alphabetisch, aber es ist wirklich die Nummer 1 und ich merke in jedem Vortrag, den ich dazu halte, dass ich dafür immer die meiste Zeit brauche. Und deswegen mache ich inzwischen keine Vorträge mehr mit 12 Schlüsseln, weil wie du sagst, die kriegt man nicht alle gebacken. Aber 7 oder 5 Schlüssel und da ist immer Achtsamkeit das allererste und wichtigste. Mhm. Und da geht es tatsächlich darum, erstmal achtsam mit uns selbst zu sein. Mhm. Also zum Beispiel zu erkennen, wenn mir die Gelassenheit gerade abhanden kommt. Also wann bin ich außer mir? Und das ist für mich das Zeichen von Gelassenheit, dass ich eben nicht außer mir bin, sondern bei mir. Mhm. Und das hat mit Achtsamkeit zu tun. Also zu erkennen, wie geht es mir dabei? So die letzten Tage habe ich mich da wirklich beobachtet. Mhm. Dann, was bringt mich so aus der Fassung? Ich frage meine Coaching-Klienten oft, was beißt sie so daran, wenn sie sich über irgendwas aufregen? Und du kennst das vielleicht, ja, und der Kollege, der macht überhaupt nichts. Und sagst, warum beißt sie das so? Ja, das geht doch nicht. Und dann kommen wir halt auf die Botschaften aus unserer Kindheit, unsere Werte. Und dann geht es dann über langsam in die andere Seite, nämlich die Achtsamkeit anderen Menschen gegenüber. Zum Beispiel zu erkennen, dass andere Menschen anders sind als wir selbst. Und ich sage dir ehrlich, das finde ich manchmal anstrengend. Weil wenn die so wären wie ich, wäre doch alles easy, oder? Also diese Achtsamkeit hat 2 Richtungen. Einmal zu mir selbst hin, warum bin ich sauer, warum bin ich böse. Und es geht alles über Informationen. Über Emotionen, weil die Emotionen geben uns Informationen darüber, wie es uns geht, mhm. wo uns was beißt, wo uns was ärgert, wo uns was traurig macht. Und ich finde diese Emotionen zu erkennen wahnsinnig wichtig, auch im Coaching übrigens. Ich habe überhaupt keine Angst davor, emotionale Coaches vor mir zu haben, weil dann weiß ich, ich kriege die Informationen, die ich brauche, um wirklich helfen zu können. Also Achtsamkeit hat also somit auch praktisch zu tun damit, dass man sich nicht darüber ärgert, dass man sich gerade ärgert erstmal, oder? Weil richtig. Das ist bei vielen ja. Menschen auch so. Die kommen, glaube ich, nicht in die Gelassenheit zurück, weil sie den Zustand, den sie gerade haben, irgendwie auch verurteilen, oder? Ja, weil es halt vielleicht diese fehlende Resilienz, wie man das nennt, mhm. oder sich selbst beschimpfen. Das machen Menschen ja auch gerne so. Boah, warum kann ich mir jetzt nicht zusammenreißen? Mhm. Wie willst du dich zusammenreißen, wenn in deinem
in deiner Seele, in deinem Hirn gerade Gewitter ist. Ja. Und dieses Selbstmitgefühl zu entwickeln, das ist ein wichtiger Ausdruck übrigens bei der Achtsamkeit, Selbstmitgefühl entwickeln. Ja, es beutelt mich gerade. Also mir ging das gestern so. Ich dachte, oh, du bist die Queen of Gelassenheit, du müsstest doch jetzt total ruhig sein. Aber warum sollten wir immer ruhig sein? Wieder in die Ruhe zurückkehren relativ schnell, das ist das Ziel. Und wieder einen klaren Kopf zu kriegen, damit wir in diesen wilden Zeiten gute Entscheidungen treffen können. Aber das heißt eben nicht wegdrücken, sondern annehmen. Ja, und auch nicht auf solche Sprüche von außen hören wie, ach, da musst du doch drüber stehen, das musst du doch an dir abperlen lassen, das darfst du doch nicht persönlich nehmen, solche Dinge, ne? Bullshit, das ist echter Bullshit. Ja. Also auch, das merke ich natürlich, wo die Leute sagen, sie haben ja ein Buch geschrieben über Gelassenheit, sie müssten doch jetzt, ich muss gar nichts. Ich darf mich aufregen. Ich saß neulich im Zug, okay, es war das Telefonabteil, da gehe ich immer rein, weil ich selber auch viel telefonieren muss, und eine Frau hat da rumgebölkt. Also wir haben alle mitgehört, was sie über Herrn Seehofer und ich weiß nicht, was alles erzählt hat. Und es hat mich nicht wirklich interessiert, sonst hätte ich ja still zugehört. Und irgendwann war es mir zu viel. Dann habe ich zu ihr so rübergeplärrt, könnten Sie vielleicht ein bisschen leiser telefonieren? Und sie plärrte zurück, wir sind hier nicht in einem Ruheabteil. Und ich sage, wir sind aber auch nicht in einem Schreiabteil. Und dann sagt sie, ich schreie nicht. Ich sage, doch. Und dann hat sie schneller telefoniert. Warum soll ich mich da nicht aufregen? Ich bin ja nicht irgendwie so ein Mönch, der alles annimmt. Also Gelassenheit heißt nicht, es ist mir alles wurscht. Das ist, glaube ich, einer der großen Verständnisfehler. Ja. Gelassenheit heißt nicht laissez-faire. Ja. Macht doch, was ihr wollt. Nein, Gelassenheit heißt, die richtige Replik zu finden und die richtige Reaktion einzusetzen, die angemessen ist. Und ich finde diese Angemessenheit so spannend. Also kannst du jetzt selber aufregen und einen Herzinfarkt kriegen, ist auch dämlich. Aber dieser Satz war völlig richtig. Also dieser kleine Dialog hat eine Lösung gebracht. Und darum geht es mir ja. Und deswegen ist Achtsamkeit so wichtig. Wenn es mich stört, muss ich überlegen, was kann ich tun, damit die Störquelle, sagen wir mal, leiser gestellt wird. Ich will sie ja nicht ausschalten. Und das finde ich so spannend. Das hat vielleicht auch was mit Älterwerden zu tun. Inzwischen traue ich mich das. Früher war ich ja so ein Schisser. Hätte ich nie mich getraut, da irgendwas zu sagen. Wahrscheinlich hätte ich mich weggesetzt. Ist auch eine Möglichkeit. Aber inzwischen denke ich mir, sag, was du denkst, und da wird schon irgendwas Gescheites bei rauskommen. Okay. Du bist ja auch so ein bisschen die Königin der Coaching-Tools und somit der Selbst-Coaching-Tools. Das ist ja das, was du in deiner Ausbildung ja auch so schön vermittelst. Wenn jetzt ein Mensch in der Situation ist, dass er sagt, ah, ich bin jetzt aber gerade außer mir und ich bräuchte diese Achtsamkeit, aber wie finde ich da zurück ein Stück weit? Eine Sache hast du ja schon ein bisschen beschrieben, zum Beispiel jetzt gerade in deiner Situation, in deiner Firma, du bist auf die Leute zugegangen, ihr habt mal drüber gesprochen. Also ich glaube generell auf das Thema mal hingehen, anstatt davon wegzulaufen, ist glaube ich schon mal wichtig. Aber hast du ansonsten für die Leute vielleicht ein, zwei Gedanken, wie kommt man denn zu dieser Selbstachtsamkeit oder zu dieser Selbst, wie hast du das genannt, Selbstmitgefühl? Mitgefühl. Ah, okay. Mhm. Indem ich mich eben nicht beschimpfe, also meinen inneren Kritiker ja irgendwie da toben lasse, sondern dass ich mir klar werde, ich habe auch ein Recht, enttäuscht, sauer, wütend zu sein. Ein Beispiel, ich hatte neulich in einem Seminar eine Frau, die hat uns lachend erzählt, dass ihr Mann nicht mehr mit ihr redet. Mhm. Und vielleicht kennst du so das so Überlachen bei Frauen. Das machen Männer vielleicht auch, aber ich glaube, bei Frauen ist es stärker so, ja, mein Mann redet halt nicht mehr mit mir. Und dann irgendwann habe ich das nicht mehr ausgehalten und dann habe ich sie gefragt, sie erzählen uns da Dinge, die sind ja eigentlich traurig. Wenn sie nicht lachen würden, was würde dann passieren? Mhm. Und ihr schossen natürlich die Tränen aus den Augen und sie sagt, dann würde ich weinen und weinte. Und dann frage ich, sind es Tränen der Trauer oder der Wut? Und dann hat sie wirklich innegehalten, hat nachgedacht und hat gesagt, Zorn. Und dann konnten wir darüber reden. Also ich sage immer, dieses Drüberlachen ist das Ritalin der Frauen. Also wir kriegen uns selber wieder ein. Also Ritalin, mit denen werden Kinder ruhig gestellt. Und wir Frauen stellen uns selber ruhig. Meiner Meinung nach, glaube ich, viel weniger. Aber es tut uns nicht gut, weil es arbeitet nach innen weiter. Und irgendwann steigt die Aggression. Und der Nächste, der dir vor die Flinte kommt, der kriegt es halt dann ab. Mhm. Und deswegen bin ich sehr dafür, aufzuhören, Gefühle wegzulachen. Mhm. Also vielleicht in einem Moment, wo du es wirklich nicht leisten kannst, aber ich wüsste fast keine, sondern die Emotion zu spüren. Und wir dürfen zornig sein.
Und wir dürfen wütend sein, weil es gibt Menschen, die uns zornig und wütend machen. Und wenn ich das wahrnehme, kann dieses Gefühl runterfahren. Kannst du das vorstellen? Ja. Wenn ich es wahrnehme und annehme, dann muss es nicht mehr toben. Ja. Dann merke ich, hey, ich bin jetzt ganz schön sauer. Ja. Und dann kann ich wieder angemessen reagieren. Und das ist für mich Gelassenheit, angemessen zu reagieren. Ja. Das ist schön, super beschrieben. Ja. Ich glaube auch, solche Emotionen sind ein bisschen wie Wasser. Ne? Man kann das zwar wegschieben, aber es sucht sich irgendwie einen Weg. Ne? Irgendwann kommt ja. Das, naja. Oder der Druckkochtopf. Ne? Genau. Das Ventil einbauen, irgendwann haut es das halt raus. Mhm. Ja, stimmt. Okay, gut. Also Achtsamkeit, super Punkt. Einen Satz zur Achtsamkeit nach außen sagen. Wenn ich selber, sage ich mal, klar im Kopf bin, dann werde ich auch wieder aufmerksamer nach außen. Und das ist ja auch Achtsamkeit. Dann übersehe ich die Menschen nicht oder fahre über sie drüber, sondern ich erkenne, was in den anderen auch los ist und kann reagieren. Aber das geht nur, wenn ich bei mir klar bin. Dann kann ich auch meine Aufmerksamkeit wieder auf die anderen richten. Dann komme ich wieder in Resonanz mit anderen Menschen. Und das ist für mich auch Gelassenheit. Okay, also da die Reihenfolge beachten ein Stück weit. Ne? Genau. Ja, oder vielleicht geht das Zweite auch als Erstes und dann komme ich wieder zu mir. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall in beide Richtungen. Probiert es einfach aus. Genau. Okay, dann kommen wir zum zweiten Schlüssel, den ich mir aussuchte. Das war Geduld. Oh je, hast mich erwischt. Also mich mein auch. Mein Name ist Ungeduld. Ja. Ja. Und ich habe bei meinen Vorträgen immer so einen schönen Test, und das kann ich jetzt mit euch auch, wenn ihr zuhört, machen. Wer von euch kennt das Gefühl, wenn die Waschmaschine ausgeschleudert hat und die Tür geht nicht gleich auf? Ich kenne inzwischen Leute, die haben schon den Türgriff von der Waschmaschine abgerissen, weil sie nicht warten konnten. Andere haben Maschinen mit Trittspuren, weil sie dagegen treten vor Wut. Und wenn man sich das mal überlegt, das sind vielleicht 60 Sekunden, bis es klack macht und die Tür aufgeht. Anderes Beispiel sind Computer. Wenn mein Computer nicht geht, drehe ich wirklich am Rad. Ich bin diejenige, die neunmal auf den gleichen Knopf haut und dann gehen nach 2 Minuten neunmal Outlook auf. Da-dong, 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 weil ich es nicht aushalten kann zu warten. Ja. Also das ist meine Baustelle und ich muss mir auch selber immer Aufgaben stellen, damit ich da nicht ausflippe. Und dadurch ist also etwas entstanden, was bei meinen Fans inzwischen bekannt ist als die Hochzeitstorte. Kennst du die schon? Nein, habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Hinter jemand anderem herfahren mit dem Auto, der mit 60 über eine Landstraße fährt, macht mich wahnsinnig. Und dann fange ich immer an, mir Geschichten zu erzählen, damit ich das aushalten kann. Weil manchmal hast du Gegenverkehr ohne Ende, kannst nicht überholen. Und meine Lieblingsgeschichte ist die von der Hochzeitstorte. Ich stelle mir nämlich vor, dass der Mensch, der vor mir fährt, zur Hochzeit seiner Tochter fährt zum Beispiel. Und auf dem Beifahrersitz hat er eine 3-stöckige Hochzeitstorte. Buttercreme, lauter Röschen überall dran, oben die Figürchen. Und wenn der jetzt schneller fährt, dann haut es ihm in der nächsten Kurve diese Buttercremetorte in seinen Fußraum. Und dann denke ich immer, fahr du schön langsam, bring du mal deine Torte gut ans Ziel. Wir wollen ja nicht, dass es ein Unglück gibt. Und dann lache ich und dann kann ich hinter dem herfahren. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, die hast du jetzt im Kopf. Wenn du das nächste Mal hinter einem Langsamfahrer herfährst, wirst du an diese verdammte Hochzeitstorte denken, weil du hast das Bild in deinem Hirn. Oder wirst du vielleicht lachen und denken, die blöde Askedom hat mir diese scheiß Hochzeitstorte ins Hirn gepflanzt. Ja, genau. Und das ist das Ziel, dass du grinst, dass du denkst, okay, ich habe es verstanden. Und ihr glaubt nicht, wie viele Leute mir Mails schreiben und sagen, heute nach ihrem Vortrag bin ich wieder hinter jemand mit einer Hochzeitstorte hergefahren. Und meine ich eben mit, wir müssen gar nichts, aber wir können uns selbst einkriegen, sage ich jetzt mal. Bei mir in meiner norddeutschen Heimat nennen wir das Einkriegen. Also du kannst deine Ungeduld ausleben und brüllen, schreien, ich weiß nicht was machen. Ein Kollege von uns, der Matthias Nölke, hat ein Buch geschrieben, das heißt, ich will mich aber aufregen. Mhm. Ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, darüber nachzudenken, und das hilft mir auch sehr, ich weiß überhaupt nichts über diesen Menschen, der vor mir herfährt. Mhm. Ich weiß nicht, warum er langsam fährt. Vielleicht ist er verliebt, sollte vielleicht nicht schneller fahren. Mhm. Vielleicht ist er gerade entliebt worden. Wissen wir denn, was in den Köpfen von Menschen läuft? Und das ist für mich so die
Grundlage der Geduld, ich weiß nichts. Und ich kann mir das Schlimmste vorstellen. Jemand kommt mir entgegen, den ich kenne, und der grüßt mich nicht. Was denken die meisten Menschen? Was hat der gegen mich? Habe ich irgendwas getan? Unverschämtheit. Und ich denke, wow, was muss der in Gedanken sein, dass der mich nicht grüßt? Mhm. Und das macht andere Menschen um mich herum manchmal wahnsinnig. Weil ich habe immer eine Erklärung dafür, warum jemand irgendwas macht, was mir nicht gefällt. Wir müssen, wenn wir ehrlich sind, wissen, dass auch wir andere Menschen stressen. Zum Beispiel die Schnellfahrer, die Langsamfahrer. Und die Schnellredner, die Langsamredner. Und die, die durch die Stadt rennen wie die Idioten, die stressen die, die bummeln wollen. Also wir selber sind Stresser, weil wir anders sind als die anderen Menschen. Und wenn wir uns mal klar machen, wer uns stresst, wer uns ungeduldig macht, sind einfach Menschen, die sind anders als wir. Wenn die so werden wie wir, wäre es ja kein Problem, wäre es ja easy. Also, der Stress entsteht durch die Andersartigkeit und das nennen wir meistens Vielfalt und Diversity und finden das super, nur nicht, wenn es uns betrifft. Also Geduld ist für mich wirklich eine lebenslange Aufgabe von, du weißt nicht, warum dieser Mensch das gerade so macht. Ich fürchte übrigens, meine erste Ehe ist an meiner Ungeduld zerbrochen, muss ich ehrlich zugeben, weil mein Sohn hat irgendwann mal zu mir gesagt, Mami, warum lässt du den Papi seine Sätze nicht selbst zu Ende sprechen? Weil es mich wahnsinnig gemacht hat. Und vielleicht habe ich viele Sätze falsch beendet. Vielleicht hat er das gar nicht so gemeint. Ich dachte, ich weiß ja schon, was der denkt. Also ist dann leider nicht gut gegangen. Und da habe ich wirklich draus gelernt. Lass Menschen aussprechen. Zur Geduld gehört, frag sie. Frag sie, warum sie das tun, wenn es dir wirklich wichtig ist. Also ich würde jetzt keine Passanten fragen, warum sie so langsam gehen. Aber wenn du einen Kollegen hast, der anders ist als du, wir kennen das aus jeder Konferenz, da reden immer die drei Leute, die Schnelldenker, dong, 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 dong. Aber leider haben die Langsamdenker keine Chance, sich einzubringen. Das Blöde daran ist, die hätten vielleicht die Lösung. Aber wir lassen sie gar nicht zu Wort kommen, weil es uns wahnsinnig macht. Und das ist schade. Deswegen Geduld, einer der Schlüssel. Okay. Ist ja auch ein super schmaler Grat mit dieser Geduld und der Ungeduld. Ne? Ich glaube ja auch, dass tatsächlich, wenn du mal erfolgreiche Menschen anschaust, egal ob Männlein oder Weiblein, die Ungeduld ist, glaube ich, so eine der wenigen Gemeinsamkeiten aller erfolgreichen Menschen ganz häufig auch. Ne? Oder zumindest von sehr, sehr vielen. Also ich glaube, es ist schon eine Triebfeder natürlich. Auch wer ungeduldig ist, ist natürlich auch wahnsinnig energiegeladen, ehrgeizig, lösungsorientiert und so weiter. Ne? Ist kein Zwang. Wenn du lösungsorientiert bist, bist du nicht ungeduldig. Weil wenn du ungeduldig bist, suchst du gar keine Lösung. Ich glaube nicht, dass das zusammenhängt. Okay. Mhm. Ich glaube, Edison mit seinen 1000 Versuchen, da diese dumme Glühbirne zu erfinden, der war nicht ungeduldig. Ja, stimmt. Geduldig. Der hat es 1000 Mal probiert, der hat ganze Teams beschäftigt, die für ihn die Lösung suchen. Also er war zielorientiert, aber nicht ungeduldig. Ich glaube nicht, dass das so einen Zusammenhang gibt. Also erfolgsorientiert, lösungsorientiert, ja. Aber ich glaube nicht, dass alle erfolgreichen Menschen ungeduldig sind. Ich denke so an Leute wie Nelson Mandela, klar. Martin Luther King, die waren sicher nicht ungeduldig. Kommt drauf an, wie man Erfolg definiert auch, ne? Hm. Ich glaube, die waren sehr geduldig. Ich habe gerade das Buch von dem Enkel von Mahatma Gandhi gelesen. Das heißt, glaube ich, Wut kann ein Geschenk sein. Mhm. Und das ist so spannend, wie geduldig dieser Großvater war, dieser Weltführer, auch bei der Befreiung Indiens. Also ich glaube, dass Geduld das Mittel ist, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Mhm. Deswegen muss ich noch geduldig. Das ist interessant. Ich habe auf der Bühne manchmal so eine kleine Übung. Ich nenne die immer 3 Minuten blöd vor sich hingucken. Also damit man Geduld lernt. Und ich sage, setzen Sie sich mal bequem hin, entspannen Sie sich und dann sage ich meistens nach einer Minute, ah, das reicht schon. Weil die 3 Minuten mir aber zu lange dauern. Also in Kleinigkeiten, in Situationen merke ich es immer noch. Ich habe manchmal den Eindruck, trotzdem sind manche Menschen ja auch zu beruhigt. Ne? Also manchmal kann man auch zu geduldig mit Dingen sein. Ne? Also manchmal ist man auch zu nachsichtig dann in manchen Dingen. Die Kunst, glaube ich, liegt darin, auch herauszukennen, wann und wo, bei was muss ich geduldiger wirklich auch werden.
Und womit vielleicht auch nicht. Ich glaube, wir müssen tendenziell vor allem auch lernen, mit uns selbst geduldiger zu werden. Das ist so mein Gefühl tatsächlich, wenn ich Menschen anschaue. Wir sind mit uns selber teilweise viel ungeduldiger als mit anderen. Also ich zum Beispiel. Ich habe mit anderen Engelsgeduld, mit mir selber überhaupt nicht. Ehrlich? Wie redest du dann mit dir? Bitte? Wie redest du dann mit dir, wenn du so ungeduldig bist? Ja, klar, dann erzählst du dir irgendwelche Sätze, dann gibst du dir Schimpfnamen teilweise, ne? Also alles das, was man früher irgendwann mal gemacht hat, ne? Fahler Hund, es beweg dich mal, bist du zu doof dafür und so, was man halt dann für einen Quatsch sagt, ne? Kommt heute da nicht viel vor, aber das Muster gibt es. Ja, ja. Da habe ich meine Lektion von meinem Mann bekommen. Mein zweiter Mann ist ja Diplompsychologe gewesen und der hat mir einmal einen Satz gesagt, der hat mich wirklich verändert. Und dieser Satz war, niemand beschimpft meine Frau und schon gar nicht sie selbst. Glaubst du, dass das mein Leben verändert hat? Weil da habe ich es einfach kapiert. Wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Niemand kann mich so kritisieren wie ich selbst. Niemand kann mich so beschimpfen wie ich selbst. Und das Witzige ist, ich glaube ja an Veränderung durch Erkenntnisgewinn. Und das Tolle ist, dass von dem Augenblick an ich damit aufgehört habe. Also ich sag dir, die und der du da jetzt zuschaust, niemand beschimpft dich und schon gar nicht du selbst. Hör einfach auf damit. Und dann sagen Leute immer, so einfach ist das aber nicht. Probier es aus. Ich kriege gerne Mails mit den Ergebnissen. Sehr gut, okay. Okay, dann kommen wir zum nächsten Schlüssel, den ich mir ausgesucht habe, Vertrauen. Ja. Hängt auch sehr eng zusammen mit den anderen Dingen, ne? Absolut, es hängt eher das eine immer mit dem anderen auch zusammen. Ja. Vertrauen entsteht. Vielleicht kennst du die Übung, die machen viele von uns, ich auch, so mit Führungskräften, mit dem blind führen. Mhm. Kennst du das hier? Ich kenne Schlafmasken auf, der eine muss den anderen führen. Und was da immer rauskommt, ist, das Vertrauen entsteht. Das ist nicht von Anfang an da, wenn man sich gut kennt vielleicht. Aber wenn du siehst, wie die Leute am Anfang gehen, die Brille tragen, also diese Schlafbrille, weil sie Angst haben, weil sie noch kein Vertrauen haben. Und nach einer Minute gehen die, als hätten sie nie was anderes gemacht. Und so sehe ich das auch immer bei Führung. Vertrauen muss entstehen. Man muss dem anderen auch die Chance geben, Vertrauen zu entwickeln. Das ist wie wenn Mitarbeiter einer Abteilung über den neuen Chef oder die neue Chefin wirklich klagen und motzen und sagen, boah, bei dem Alten war das so einfach. Ich versuche dir mal klarzumachen, ihr habt ihm noch gar keine Chance gegeben, dass ihr ihm vertrauen könnt. Gebt ihm diese berühmten 100 Tage, die man Politikern gibt zum Beispiel. Also Vertrauen entsteht und Vertrauen geht kaputt, natürlich, wenn es missbraucht wird. Aber das heißt, da merkt man, das ist so ein, ja, wie so ein Reinfliegen und ein Rausfliegen. Wie heißt das bei irgendeinem Programm, auch bei PowerPoint kannst du doch so Buchstaben reinfliegen lassen und rausfliegen lassen. Und so stelle ich mir Vertrauen vor. Es braucht Zeit, um sich einzustellen und es ist leider auch wieder weg, wenn wir es missbrauchen. Und es fängt wieder, wie bei allem, beim Selbstvertrauen an. Und ich kenne noch Phasen meines Lebens, da habe ich mir selbst nicht vertraut. Da habe ich anderen mehr vertraut als mir selbst. Vielleicht kennst du das. Da habe ich gedacht, bin ich doof oder sind die anderen doof? Und ich habe oft eher auf meine Kritiker gehört als auf meine innere Stimme, die gesagt hat, nee, das passt schon, das geht schon so. Mhm. Und ich musste erst über Jahre und Jahrzehnte hinweg dieses Vertrauen aufbauen. Weil nicht jeder von uns hat ein wundervolles Urvertrauen aus seiner Kindheit mitgebracht. Ja. Meine Erfahrung ist die wenigsten. Und es gibt eine Professorin, Carol Dweck, die hat über Selbstbild geforscht, erst bei Kindern und dann bei Erwachsenen. Mhm. Und die behauptet, dass unser Selbstbild weitestgehend für unseren Lebenserfolg verantwortlich ist. Und wenn diesem Selbstbild das Selbstvertrauen fehlt, ist es halt schwierig. Mhm. Das sind dann Menschen, die sich selbst nicht trauen, ihren Ideen nicht, ihren Sätzen nicht, ihren Emotionen nicht. Und deswegen ist da Vertrauen auch immer erst eine Sache nach innen. Mir hat Götz Werner mal diesen schönen Satz mitgegeben, Vertrauen entsteht durch Zutrauen. Also schön. Ja, ich muss einem Menschen erstmal was zutrauen oder auch mir selbst was zutrauen und dann ist Vertrauen sozusagen die Folge des Ganzen. Das ist unendlich klug. Ich habe ja jetzt 27 Jahre auf Bühnen gestanden und hatte ja letztes Jahr und vorletztes Jahr zweimal die große Gelegenheit,
in der Lanxess Arena auf einer Bühne zu stehen, vor 15.000 Leuten. Und so ein paar jüngeren Kollegen ist da echt die Muffe gegangen, habe ich beobachtet. Und ich bin auf diese Bühne raus und dachte, wow, was für eine Chance. Aber das geht halt nach 27 Jahren. Nach 3 Jahren wäre ich gestorben. Ich glaube, ich hätte mir der Hintern gezittert oder ich weiß nicht was. Auch nicht so toll, wenn man Reden hält. Ja. Aber das ist das Schöne, wie du sagst, wenn du es dir zutraust, dich traust, ich hätte auch Nein sagen können, ach nee, frag lieber jemand anderen, nee, das ist mir eine Nummer zu groß, was übrigens mal unter uns Schwestern ganz viele Frauen machen. Warum haben wir so viele Frauen, so wenig Frauen auf großen Bühnen? Weil die meisten Frauen sich nicht gut genug finden, sich nicht perfekt finden und mal ganz unter uns, ich liebe Männer, wirklich, aber ich habe schon so grottenschlechte Vorträge von Männern gehört. Und die gehen von der Bühne und bei uns in Bayern sagt man, die scheißen sie nix. Das ist wurscht. Die gehen runter, sind fertig, basta. Und Frauen gehen oft gar nicht erst drauf, weil sie Angst haben zu versagen. Und das hat mit diesem Zutrauen, danke für diese Gedankenkette, das hat natürlich mit Zutrauen zu tun, nämlich sich zu trauen. Und da muss man wirklich manchen sagen, trau dich, probier es aus. Genau. Also wenn die mit Bananen oder Tomaten schmeißen, weißt du, das war jetzt noch nicht so klasse. Ist mir übrigens noch nie vorgekommen. Ja. Nicht mal am Anfang, als ich auch noch nicht so toll war. Ja, ja. Zutrauen bringt Vertrauen. Wunderbar. Ja, mir fällt da auch immer dieses Zitat oder der Satz ein, Reinhold Messner, glaube ich, hat das in einem Vortrag mal gesagt, dass er an diesen Gipfel des Mount Everest, also in diese Todeszone gegangen ist. Also er wurde, glaube ich, gefragt, warum macht man sowas? Und er hat gesagt, der Sinn, dorthin zu gehen, wo man umkommen könnte, ist, also man geht wohin, wo man umkommen könnte, nur um dort nicht umzukommen. Also ein Paradoxon eigentlich. Ja. Aber das hat, finde ich, ein bisschen Zusammenhang. Also man traut jemandem etwas zu, was vielleicht nicht funktionieren könnte, nur um dadurch eigentlich Vertrauen zu bekommen, dass es eben doch funktioniert. Auf dem Mount Everest wird es mit dem Tode leider enden. Also ja, das wäre mir ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Aber ansonsten finde ich das Beispiel prima. Ja, es kann schief gehen. Man muss, und muss alles dafür tun, dass es nicht schief geht. Ja, genau. Also man muss es ja nicht gleich übertreiben. Ja, wir fahren ja nicht Auto und denken, na gucken wir mal, ob ich heute lebend nach Hause komme. Wir tun alles dafür. Und ich glaube, die Huber-Brüder, auch Bergsteiger, die haben, glaube ich, mal gesagt, sie geben kein Risiko ein. Genau. Wenn es ein Risiko wäre, würden sie es nicht tun. Ja. Sondern sie planen, sie bereiten sich vor. Und das hat mir auch gut gefallen. Das passt so in diese Richtung, gell? Ja, stimmt, genau. Ich habe tatsächlich vor 2 Wochen erst Thomas Huber von Huber-Burm hier auch interviewt und der hat auch gesagt, ich bin ein extrem vorsichtiger Mensch. Genau. Ich habe gesagt, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, die macht bekloppte Sachen. Ja. Sagt er doch. Und dann hat er es genauso auch beschrieben. Wie die fand ich sehr eindrucksvoll. Absolut. Und wenn ich überlege, am Anfang auf der Bühne vor 27 Jahren, da habe ich mir wirklich fast in die Hose gemacht. Ich habe am Anfang immer meinen Bauch eingezogen auf der Bühne, weil ich dachte, dann sehe ich schlanker aus. Und wisst ihr, was passiert, wenn man den Bauch einzieht? Man atmet nicht richtig. Man atmet nur hier oben in die Schultern. Und dann wird die Stimme, gerade bei Frauen, immer höher und immer höher. Und dann haben meine Zuhörer gedacht, warum ist die Dicke auf der Bühne so hysterisch? Aber ich war eigentlich gar nicht hysterisch. Ich hatte nur keine Luft. Und irgendwann habe ich das kapiert. Übrigens, Männer hassen hysterische Frauenstimmen, wie wir wissen. Also habe ich angefangen, wieder meinen schönen Alt auszupacken. Und dann habe ich festgestellt, es hilft auch gar nichts mit dem Bauch einziehen. Ich müsste die Hüften zusammenkriegen, damit ich schlanker aussehe. Und das kriegst du mit Atemtechnik nicht hin, habe ich festgestellt. Also lass es. Sei, wie du bist. Und das ist übrigens auch, habe ich diesen Finger, ich sag's ohne Finger. Sei, wie du bist und vertraue darauf, dass es reicht, wie du bist. Ich hatte neulich eine Frau im Coaching, die hat sich für ein Bewerbungsgespräch vorbereitet und sagte, wie soll ich mich denn da geben? Und ich habe ihr geraten, bitte gib dich so, wie du bist. Stell mal vor, du spielst eine Rolle, du baust ein Image auf und dann kriegst du die Stelle, dann musst du so bleiben. Das ist für mich der Horror, die Horrorvorstellung. Und wenn du bist, wie du bist, dann passt du vielleicht zu diesem Job, dann kriegst du ihn. Und vielleicht passt du nicht zu diesem Job, dann sei froh, wenn du ihn nicht bekommst. Und das ist für mich auch Vertrauen, weil dann weitet sich jetzt dieser Vertrauensbegriff von dem Selbstvertrauen hin zu Vertrauen zu anderen Menschen und Vertrauen in die Welt. Ja. Und dieses Vertrauen zu anderen Menschen, muss ich persönlich sagen, ist auch eine meiner Herausforderungen. Ich bin so eine,
so eine, ja, ich habe den Fluch der starken Frauen, wie ich das manchmal nenne. Ich muss alles alleine machen, ich muss alles kontrollieren. Und ich hatte letztes Jahr ein Erlebnis in Griechenland, das mir sehr geholfen hat. Und zwar habe ich mir schon vor der Griechenlandreise, antike Stätten wollte ich mir angucken, habe ich mir den Meniskus geschreddert. Und ich bin rumgehinkt wie ein Depp. Und was ich festgestellt habe, ist, dass diese blöden Griechen ihre ganzen Kultstätten auf Hügel gebaut haben. Ich habe mich so schwer getan. Und nach kürzester Zeit hat mich die Reisegruppe, mit der ich unterwegs war, wirklich adoptiert. Also die waren auch im Schnitt 75 bis 80, glaube ich. Die waren übrigens 1000-mal fitter als ich. Und dann haben immer zwei mich unter ihre Fittiche genommen. Ältere Herren haben mich eingehakt, haben mich diese Hügel hochgeschleppt. Akropolis, Treppenstufen über Treppenstufen. Ich bin nicht mehr runtergekommen, weil hoch geht vielleicht noch. Aber runter mit kaputten Knie, ohne festhalten. Dann haben mir Hände gereicht und mir hat mich am Arm genommen. Ein älterer Herr hat mir immer in den Bus geholfen, so von hinten. Mhm. Ich habe dann gesagt, es geht auch ohne Danke, aber der wollte mir unbedingt helfen. Und was ich gelernt habe, ist verdammt nochmal Hilfe anzunehmen. Und das finde ich schwer. Und wenn du kein Vertrauen in Menschen hast, ihr kennt vielleicht diese Übung, lass dich mal fallen. Mit mir brauchst du es nicht machen. Ich mache das gerne mit anderen. Ich bin ganz schrecklich dabei. Ich stehe dann da und ich kann mich nicht fallen lassen. Und da habe ich gelernt, hey, es geht. Lass dir doch helfen. Jetzt übrigens, wenn ich jetzt ICE fahre, stehe ich vor der Zugtür, wenn die sich öffnen, gucke so mal rum. Ich habe festgestellt, über 50 brauchst niemanden angucken. Die haben entweder diesen, ich ignoriere dich gerade mal gar nicht Blick, oder sie haben Rücken. Aber so 30, 40-jährige Männer merken das und sagen, soll ich ihnen den Koffer reinheben? Und ich sage, oh, das wäre nett. Und ich denke, Heide Witzka, ich bin über 60, ich darf mir das gönnen. Ja. Und das sind so kleine Schrittchen in diese Richtung, vertraue anderen. Also ich weiß von Führungskräften, dass das Schwierigste an Führung ist, anderen Menschen zu vertrauen. Dass die das schon richtig machen, auch wenn sie es ganz anders machen. Und ich als Chefin kenne das auch. Also wenn meine Tochter Brot schneidet, hole ich den Erste-Hilfe-Koffer. Die ist Linkshänderin. Und es sieht so falsch aus und so gefährlich. Das ist natürlich ja völliger Blödsinn, ist nur in meinem Kopf. Aber Vertrauen schenken ist für mich eine der größten Herausforderungen, die wir überhaupt machen können als Menschen. Ja, absolut. Ja, klar. Hat ja auch, man macht sich auch verletzlich ein Stück weit, ne? Und das ist immer wieder an dem Punkt, wenn du dir selber nichts zutraust, dann traust du dir natürlich auch nicht zu, dass vielleicht du damit klarkommen kannst, wenn andere dein Vertrauen auch vielleicht mal missbraucht. Kann ja auch sein. Ja. Leider haben wir meistens so zwei Beispiele im Kopf oder drei, wann das so war. Oh, ja. Da habe ich mal jemandem vertraut und dann hat der die 5893 Male, wo das Vertrauen nicht missbraucht wurde, die sind selbstverständlich. Also sich das auch mal wieder klar zu machen, also wer so ein Vertrauens, ja, so einen kleinen, weiß ich nicht, so eine Aufgabe bei sich sieht, Vertrauen aufzubauen, der könnte abends mal aufschreiben, wem konnte ich heute vertrauen und das Vertrauen wurde erfüllt. Das kann eine Zeit lang, also wenn man so abends so aufschreibt, ganz schön hilfreich sein. Schön, ja, das ist eine schöne Übung. Okay. Sehr gut. Ich hätte noch einen vierten Schlüssel vielleicht Richtung Abschluss. Der ist, glaube ich, nochmal wichtig. Der wird unterschätzt. Da habe ich es aber jetzt auch gerade noch kurz geschluckt. Hingabe. Hingabe ist auch ein seltenes Wort im deutschen Alltagssprachgebrauch, aber so ein wertvolles, wichtiges Wort. Ne? Erzähl mal, was hat denn Hingabe mit Gelassenheit zu tun? Also als ich eine junge Frau war, da hatte das noch eine andere Bedeutung. Deswegen mochte ich damals das Wort überhaupt nicht. Damals hieß Hingabe, mach mit mir, was du willst. Ja. Das fand ich schon immer schrecklich. Vielleicht ist es auch so ein bisschen verrufen deswegen. Ja. So im Lauf meiner Berufstätigkeit und gerade meines Trainerseins habe ich dieses Wort lieben gelernt. Und Hingabe heißt für mich, tu das, was du liebst. Und ich drehe es auch gerne um. Liebe, was du tust. Kleines Beispiel, ich saß vor einiger Zeit in einem Speisewagen, ich glaube von Bozen nach München, und wollte einen Kaffee bestellen. Kommt so ein junger Speisewagenschaffner und sagt, und, was wollen Sie? Und ich sage zu ihm, ich hätte gerne einen Kaffee. Und dann sagt der, Vorkasse. Ich sage, wie bitte? Glauben Sie, ich trinke den Kaffee und springe aus dem fahrenden Zug, um nicht zu bezahlen oder was? Neue Regelung. Sag ich, okay, mein Geld bezahlt, mein Kaffee genommen. Und dann habe ich ihn so ein bisschen beobachtet. Und er war mit allen so. Das ist ja schon mal beruhigend für einen selber. Und dann habe ich gedacht, warum macht dieser junge Mann nicht irgendetwas, was er gerne macht?
So mit Maschinen zum Beispiel. Es muss ja nicht jeder mit Menschen arbeiten. Und da kannst du dir vorstellen, dass Hingabe sehr zur Gelassenheit beiträgt. Von Bozen bis Berlin-Gesundbrunnen ist eine lange Strecke, wenn du es nicht willst. Und Hingabe verkürzt die Strecke. Ja. Hingabe macht Umsatz. Das wissen wir alle. Ich habe so ein kleines Schuhgeschäft, wenn ich Schuhe kaufe, wenn die Verkäuferin mit Hingabe da ist, kaufe ich dreimal so viel Schuhe, wenn die andere, die keinen Bock hat. Also Preise sind die gleichen, Schuhe sind die gleichen, Umsatz verdreifacht sich durch Hingabe. Und jetzt mal weg vom Profitdenken, wir lieben Menschen, die ihren Job mit Hingabe machen. Erzieherinnen, die mit Hingabe arbeiten, Lehrer, Lehrerinnen, die mit Hingabe arbeiten, Führungskräfte, Trainer, Redner, die mit Hingabe ihren Job machen, die sind ein Geschenk für die Menschen, weil die anderen Menschen sich angenommen, wahrgenommen fühlen. Und ich liebe dieses Wort Resonanz gerade besonders. Die spüren das einfach, dass da, ja, ich sag mal, im weitesten Sinne Liebe fließt. Und dafür brauchen wir Hingabe. Hingabe zum Tun. Ich finde, das hat mit Selbstliebe und Menschenliebe zu tun. Das ist der dritte Punkt. Hingabe zum Tun. Das heißt nicht sich aufgeben, sondern sich einlassen. Also ich kenne Menschen, die immer über ihren Job lästern und immer nur sagen, wie kacke das alles ist und wie doof das ist. Und dann sage ich, dann kündigen Sie, dann gehen Sie da weg. Nee, das will er nicht, er verdient gut. Und dann sage ich, finden Sie es nicht ein bisschen unfair? Weil Sie möchten den Teil aus dem Vertrag haben, auf den Sie Wert legen, aber Ihren Teil des Vertrages wollen Sie nicht erfüllen. Und das ist für mich auch Hingabe. Ja, ich denke mal, vielleicht ist es so diese preußische Arbeitsethik, die da in mir steckt. Aber ich denke, wenn ich mich für etwas verpflichtet habe, dann bemühe ich mich, das möglichst gut hinzukriegen und nicht so 60% reichen auch. Ich hasse solche. Kennst du so einen Satz? 80% reichen auch. Ja. Und dann denke ich immer, nee, so will ich nicht sein. Kann sein. Ja. Aber da habe ich dann doch, weiß ich nicht, zu viel Ehrgeiz, glaube ich. Ich finde 100 schon okay. 150 ist auch zu viel. Ja. Also Hingabe ist ein schönes Wort, finde ich. Schön. Hast du toll erklärt, ganz toll. Also, die Leute sind mit Sicherheit noch mega gespannt, was natürlich die anderen 8 Schlüssel noch sind. Deswegen, dicke Buchempfehlung. Ihr findet auch den Link zu Sabines Buch. Heißt auch die 12 Schlüssel der Gelassenheit, oder? Ja, genau. Das findet ihr auch in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Schaut aber gerne in viele Bücher von Sabine rein, die ist sehr vielfältig von den Themen. Männlein wie Weiblein wird da sehr viel draus lernen, meine Herren. Auch ihr dürft mal von einer Frau was lernen. Nicht nur die Frauen, immer von den Männern. Das nimmt Gott sei Dank zu. Als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, haben Männer grundsätzlich keine Ratgeber von Frauen gekauft. Ach, was? Und Gott sei Dank ändert sich das so nach und nach. Ja, Gott sei Dank. Okay. Wir wissen auch. Ja, und wie viel? Man muss es nur zeigen. Ne? Mein nächstes Buch ist dann wieder für Frauen, kommt im August raus. Okay. Und da geht es um Selbstbewusstsein von Frauen über 40. Okay. Da haben wir manchmal eine Menge nachgeholt. Gibt es da schon einen Titel? Der ist noch geheim, ab Mai darf ich den verraten. Aber wird euch Spaß machen. Okay, alles klar. Wer von dir noch mehr lernen möchte oder wer sonst mit dir in Kontakt kommen möchte, wer sagt, Mensch, ich will auch mal so gut reden können wie die Frau oder ich möchte Menschen helfen bei der Gelassenheit oder bei was auch immer, wer vielleicht Coach ist und, sage ich mal, auf eine weitere Stufe möchte, mehr lernen möchte, gerade auch so praktische Tools, das ist, glaube ich, immer so das, wo alle Leute heiß drauf sind. Coaching hat nicht so viel mit Reden zu tun, glaube ich, ne? Sondern wirklich viel mit Zuhören und mit Machen. Erfahrungsprodukt ein Stück weit, ne? Wer kann von dir oder wo kann man von dir am besten lernen, das Ganze? Also ich habe ja die Askedom Coach Akademie, bei der bilden wir Coaches aus. Wir haben gerade wieder einen Kurslauf mit 18 Männern und Frauen. Es gibt aber auch LOC für Coaches. LOC ist die Abkürzung für lösungsorientiertes Kurzcoaching. So nenne ich meine Art zu coachen. Gibt es Weiterbildungen, wer sich coachen lassen will. Ich coache selbst. Bei uns coacht die Mutter noch selbst. Guckt mal auf unsere Seite, unser Unternehmen, das ich jetzt mit meinen Kindern zusammenleite, heißt inzwischen Askedom Inspiration Company. Cool. Weil es geht allem, was wir tun, um Inspiration. Und da findet ihr alle Infos. Cool. Danke für die Möglichkeit.
Ja, sehr, sehr gerne. Und es sei wirklich jedem von Herzen ans Herz gelegt, sozusagen. Weil, wie gesagt, ich habe es ja selber schon erlebt. Ich bin bei dir damals auch gesessen. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und auch das, was ihr heute oder was ihr so von mir immer auch seht, auch das ist mit unter anderem entstanden damals in diesem. Und wir waren nur einen halben Tag zusammen damals. Und manchmal sind es 3-4 Stunden, die aber das ganze Leben auch positiv beeinflussen können. Also danke. Von daher, da ist wirklich jedem ans Herz gelegt. Ansonsten, klar, Facebook, also wo man Sabine Askedom eingibt, ist Sabine Askedom drin, gehe ich jetzt mal. Ich mache gerade 4 Wochen Facebook-Fasten. Ach was. Das ist toll, kann ich euch nur raten. Ich konnte diesen Quatsch nicht mehr lesen. Ja. Was jeder weiß über Pandemien und Flüchtlingsdings und 4 Wochen und ich mache es jetzt seit einer Woche und ich vermisse nichts, aber ich komme wieder, ich verspreche es. Wow. Toll, Gott sei Dank. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die tollen Impulse, für die tolle Inspiration und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder persönlich dann auch. Hoffe ich auch, gerne. Wir müssen mal wieder eine Veranstaltung zusammen machen. Auf alle Fälle. Danke dir. Danke. Tschüss. Tschüss.